Morgen, guten Morgen. Das ist super, ein paar haben schon gelächelt. Guten Morgen, um die Zeit zu sagen, ist außergewöhnlich. Abends 8:30, um 9. Vielen Dank für das Lächeln. Also die, die gelächelt haben, können wir schon immer aggressiv gegenübertreten, weil wer lächelt, ist freundlich. Ich bin total aufgeregt, ich habe aber Angst, dass ich mit den 12 Minuten einen Stress kriege. Kann ich Vertriebsdeutsch reden? Ich bin ein Vertriebler, geht es? Ja? Du gefällst mir, du kriegst eine ganze Tafel Schokolade. Du gefällst mir, hier, ihr kriegt eine ganze Tafel Schokolade. Aber einteilen, eine ganze Tafel. Und es ist Schokolade. Und 12 Minuten ist geil. Ich habe heute jemanden wieder getroffen, den ich erst heute Nachmittag kennengelernt habe. Die Silvia im Fitnessstudio. Kriegst du auch eine Tafel Schokolade? Um 16 Uhr waren wir noch nebeneinander auf dem Fahrrad. Keiner wusste, wer der andere ist. Und hier trifft man sich wieder. Das ist doch super. Ich möchte auch noch jemanden meine neue Visitenkarte übergeben. Das ist Rudi. Okay? Hier ist das bessere Licht, wurde mir gesagt. Es ist Rudi. Und wenn der Tag gut ist, brauchen wir den Rudi nicht. Aber wenn der Tag schlecht ist, macht ein Rudi lustig. Und Visitenkarte deswegen, weil meine Telefonnummer drunter steht. Bitte. Ich möchte heute über Chancen sprechen. Chancen, die ich hatte, aber die ich auch erkannt habe. Wie wirke ich auf euch? Was mache ich von Eindruck? Was könnte ich von Beruf haben? Vertrieb, ja. Mittlerweile. Das bist du. Also, ich möchte über Chancen sprechen. Ich war nicht jeden Tag so drauf wie heute. Ich hatte Momente im Leben, da hatte ich viel Angst. Ich habe auch heute noch manchmal Angst. Ich habe auch Angst, die 12 Minuten zu überschreiten. In jedem stecken Fähigkeiten. Man muss sie entdecken. Selber freirubbeln, sich was trauen. Wenn ich an einem schlechten Tag war und ich erkennen musste, ich kann die Welt nicht ändern, mir geht's schlecht, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mich geändert und habe die Chance gesucht. Und die lag manchmal auf der ganz anderen Seite als auf der, wo ich mich gerade befand. Ich bin in Dresden geboren, bedauerlicherweise muss ich sagen, im letzten Jahrtausend. Cool. Okay. Ich bin in Dresden geboren, vor langer, langer Zeit, da stand die Mauer noch und Deutschland war geteilt. Und wir waren eine typisch deutsche Familie. Ein Teil war im Osten, ein Teil war im Westen. So, jetzt bin ich dann, ihr kennt das sicher alle aus Überlieferungen, aus der Familie, aus den Medien und so weiter. Ich kam in eine absolute Drucksituation. Ich hatte das Elternhaus, die Schule und die Pakete aus dem Westen und das war alles recht schwierig. Unterm Strich, ich war für das System immer unbequemer geworden. Der Druck wurde immer größer. Und da hat mich die Staatssicherheit einbestellt. Und sie haben zu mir gesagt, wenn du so weitermachst, werden wir dich einsperren. Da bin ich nach Hause gefahren, die Drucksituation war extrem hoch. Sie hatten mir gesagt, sie werden mich einsperren. So, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ich drehe jetzt den Spieß rum. Den Ort und den Zeitpunkt bestimme ich. Und ich hatte eine schwere Zeit, 5 verschiedene Gefängnisse, und bin aber
durch diese Tat, durch die Idee, in die Freiheit zu kommen, ich habe beide deutsche Staaten durch diese Idee zum Handeln gezwungen, bin ich nach der Investition dieses einen Jahres 5 Jahre vor Mauerfall ans Ziel meiner Träume gekommen. Ich bin mit 30 Mark in Gießen empfangen worden und nach einem Jahr Gefängnis habe ich die 30 D-Mark in Gießen versoffen. Ich habe in Dresden Elektriker gelernt, bin hierher gekommen als Elektriker und habe die Chancen immer gesucht. Ich habe die Leute versucht kennenzulernen, ein Netzwerk zu bilden, Networking. Bei uns in Sachsen hieß das früher Beziehungsschaden, nur dem, der keine hat. Es ist nichts anderes, es geht um Beziehungen, nicht bloß um Kontakte und schauen, wer kann dir im Leben weiterhelfen und wer kann dir nicht weiterhelfen. Stehe ich auf 3 wirtschaftlichen Beinen. 1985 war ich beim Baumüller in der Ostendstraße Elektriker für 6 Monate im Prüffeld. Ich konnte den Job nicht mehr machen. Das war übrigens der einzige Job seitdem, wo ich eine Bewerbung brauchte. Weil die Halle vom Baumüller war wie die letzte Gefängnisproduktionshalle. Ich konnte es nicht mehr länger. Und dann habe ich mich durchgefragt, durch Beziehungen zu anderen Tätigkeiten gekommen. Und ich bin in den Vertrieb gekommen. Ich habe für den Südtiroler Weinbauernverband viele, viele Jahre das Key Account gemacht in Deutschland als One-Man-Show. Als die Firma letztes Jahr sich aufgelöst hat, weil es diesen Verband in der Form nicht mehr so geben musste, habe ich mich selbstständig machen müssen. Mit 59 Jahren. Das ist kein Zuckerschlecken. Ich habe jetzt mittlerweile ein eigenes Label, lasse in Südtirol bei den ehemaligen Betrieben abfüllen und verkaufe nach wie vor an die Zentralen des deutschen Lebensmittelhandels, Metro, Rewe, Edeka und auch Aldi. Und es geht immer um den Preis. Und das geht mir in dem Land auf den Nerv, dass es immer um den Preis geht. Einer von diesen, die ich gerade genannt habe, sagte, dein Preis ist zu teuer. Da habe ich gesagt, oh, was ist passiert? Ihr seid der drittgrößte Einzelhändler der Welt. Ihr könnt meine Preise nicht mehr zahlen. Es muss Scheiße um euch bestellt sein. Dann bin ich nicht mehr der richtige Lieferant. So ein Satz zu einem so einem großen Kunden zu sagen, erfordert Mut. Und ich hatte ein feuchtes Unterhemd, aber wisst ihr was, ich bin heute noch im Geschäft. Das ist gut. Ich habe auch ein zweites Standbein noch wirtschaftlich, weil es das erste in seiner Form nicht mehr lange geben wird. Es wird solche Vertriebsleute, wie ich es mache, solche Vermittler unter Umständen nicht mehr lange geben. Das sind die Vorboten der Digitalisierung. Das wird so werden. Audi wird nicht mehr 10.000 Leute in Ingolstadt am Band stehen haben. Das wird nicht mehr so sein. Wir alle wissen, dass es so kommen wird, und jetzt zitiere ich jemanden, und wir beschäftigen uns derzeit auf der Titanic fahrend mit der Sitzordnung der Liegestühle auf dem Sonnendeck. Also, ich bin also auf der Suche, neue Chancen zu finden für mich. Auf der einen Seite Standbein 1, nach wie vor dieses kommerzielle Geschäft, Standpunkt 2. Ich versuche aus meiner Vertriebserfahrung Leuten zu erzählen, was ich mir getraut habe zu erzählen. Weil Tricks wäre das verkehrte Wort. Ich stehe hier, um mich zu bewerben bei euch. Ihr könntet mich buchen, wenn ihr wollt. Ich bin käuflich, weil ich eine Leistung zu verkaufen habe. Nämlich das, was ich in den ganzen Jahren erlebt habe. Ich verkaufe heute Wein, italienischen Wein, nicht nur aus Südtirol, an den deutschen Lebensmittelhandel. Mein Englisch habe ich nie gelernt. Mein Italienisch kannst du vergessen. Und trotzdem mache ich es. Ich weiß nicht, manchmal komme ich mir vor wie eine Hummel. Eigentlich dürfte ich gar keinen Job haben, aber ich habe ihn trotzdem. Das ist eine Folge von denen, dich kenne ich, das langt nicht. Ich brauche Beziehungen. Und die Zeit rast, es ist irre. Und das dritte Standbein,
Das ist ein Franchise-System. Da hinten steht der Marco Moll. Jetzt wird die Zeit aber richtig knapp. Das ist ein System, wo man auch in Zeiten der Digitalisierung richtig gut Geld verdienen kann. Ist jemand unter euch, der das auch in diesen Zeiten noch machen möchte? Gibt es jemanden, der kein Geld verdienen will? Cool, ihr seid alle happy. Das sind die drei Standbeine, auf denen ich mich bewege. Und auch ein Tausendfüßler steht nicht nur auf einem oder zwei Beinen, sondern auf mehreren. Und es ist egal, ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht. Du wirst in jedem Falle Recht behalten. Eine Minute bleibt noch, das ist super. Ihr könnt mich in den nächsten 12 Minuten alles fragen, zum Beispiel, ich wollte noch ein paar Worte sagen zu dieser Chancenquantination, da kommt sicher die eine oder andere Frage, was das ist. Und ich habe auch eine Bitte, wem habe ich die Visitenkarte geschenkt? Der Rudi? Okay, dazu gibt es auch ein Rudigramm. Auch dazu ist Zeit in der Fragestunde. Und für das dritte Standbein komme ich zurück, was ich gemeinsam mit dem Marco Moll da hinten machen möchte. Hier einen Termin, eine Veranstaltung, wo mehr Zeit zur Verfügung steht als eine Minute. Und diese Veranstaltung kostet Eintritt, weil sie wertvoll ist. Zum Beispiel eine Möhre oder ein Apfel oder ein Stück Obst. Und sagt nicht, dass ein solcher Eintritt nichts wert wäre. Habe die Ehre.